Hier zeige ich euch ganz kurz meinen Einstieg in Teacher Tool. Das Programm wird geöffnet und wir legen einen leeren Kurs an. Den nenne ich einfach mal ABC Demo Klasse und muss mich gleich entscheiden, welche Noten ich da vergeben möchte. Klassisch nehmen wir da Deutschland 1 bis 6. Mit Tendenzen Plus und Minus, die wähle ich hier aus. Noten 1 bis 6, jawohl. Gut, jetzt die Namen rein, oben rechts hinzufügen, neuen Schüler. Ich nehme mir dann die Namensliste von dem neuen Kurs und gebe die Vornamen und Nachnamen ein. So habe ich direkt ein erstes Gefühl für die Namen in der Klasse. Nächste Namen und dann die ganze Liste runter. Alle Schülernamen gebe ich mit Hand ein. Gut, wenn das geschehen ist, brauche ich Bilder. Ich lasse die Schüler in einer Reihe in der Klasse antreten, mache ein Foto und das kann man dann benutzen und mit den zwei Fingern noch so einen Ausschnitt zoomen. Das geht sehr komfortabel. Und fügt dieses Bild dann zu dem Schüler zu. Das macht man dann die ganze Liste runter. Ist in etwa 10 Minuten passiert. Und wir kommen zum nächsten Tool, dem Sitzplan. Auf dem Sitzplan brauche ich zunächst die Tische. Und die kann ich horizontal oder vertikal stellen, die Anzahl der Tische. Und die werden dann so mit dem Finger auf diesem Arbeitsblatt verschoben. Machen wir mal so ein normales Hufeisen in der Klasse. Viert. Irgendwann fertig. Ein kleiner Tipp, wenn ich oben reingreife, kann ich nach unten schieben. Greife ich unten rein, kann ich die Tischgruppe nach oben schieben. Jetzt geht es daran, zoomen geht natürlich auch. Jetzt geht es daran, die Schüler auf die Plätze zu sortieren. Ich mache meistens ein Foto von der ganzen Klasse und das dann später zu Hause in Ruhe. Fertig. Jetzt kann ich das schon nutzen und oben, also später, wenn ich jetzt auf den Sitzplan tippe, springt er direkt in die Zeile und ich kann dann schnell Noten vergeben im Unterricht. Oben nutze ich diesen Pfeil, exportieren und gehe auf Drucken, Sitzplan und kann mir diesen Sitzplan jetzt auch in Papierform gleich ausdrucken. Ein weiterer Nutzen ist, die Schülernamen zu lernen. Das kann ich hier exportieren in den Tutor. Jetzt kann ich die Karten einzeln aufrufen, Karte rumdrehen, Bild anschauen, Name anschauen und einprägen. Dann absortieren, weiß ich nicht. Und so lerne ich die Schülernamen. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Vielen Dank.